Okay, dann hallo und herzlich willkommen zur Abschlusspräsentation von JugendHack Rhein-Neckar 2023. Wie schön, dass ihr alle hier seid. Herzlich willkommen auch an den Stream. Genau, wir haben hier ein Wochenende zusammen verbracht mit JugendHack. JugendHack ist ein Programm von Mediale Pfade und der Open Knowledge Foundation. Und genau, wir sind hier in den Räumen der Hop Foundation. Vielen Dank an die Hop Foundation für die Veranstaltung hier. Genau, einmal Applaus. Vielen, vielen Dank. Genau, JugendHack Rhein-Neckar ist nicht alleine. JugendHack Events gibt es in ganz Deutschland, beziehungsweise im ganzen deutschsprachigen Raum. Ihr seht hier die Events aus diesem Jahr. Ihr seid immer herzlich eingeladen, auch andere Events zu besuchen. Guckt einfach auch auf unserer Homepage, auf jugendhack.org, wo das nächste Event stattfindet. Ich habe gehört, es soll nächstes Jahr auch eins in Karlsruhe geben, also ganz hier in der Nähe. Herzliche Einladung dazu. Genau. Danke. JugendHack ist nicht möglich ohne viele, viele Menschen, die dieses Wochenende organisiert haben, vorbereitet haben, aber euch auch begleitet haben. Genau, aber natürlich auch nicht ohne euch. 40 TeilnehmerInnen hier in Rhein-Neckar, so viele tolle Menschen, die ich dieses Wochenende kennenlernen durfte. Genau, 4 Leute im Orga-Team, 17 MentorInnen, die euch das ganze Wochenende begleitet haben. Ohne euch, MentorInnen, wäre JugendHack nichts. Ihr habt auch das ganze Wochenende durchgepowert. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch an die 3 HelferInnen. Und genau, ein Begeisterbus war auch dabei. Der Begeisterbus hier vom Z-Lab, der uns den Makespace bereitgestellt hat und viele tolle Tools, unter anderem den 3D-Drucker und den Lasercutter mitgebracht hat. Genau, vielen, vielen Dank dafür. Einmal einen großen Applaus an uns alle. Genau, das ist passiert. Es ist jetzt so schnell vorbeigegangen. So geht es mir zumindest, euch wahrscheinlich auch. Die Zeit ist wie im Flug vergangen. Wir haben Freitag angefangen, haben hier eine tolle Keynote gehört von Paul, haben uns danach zusammengesetzt oder ihr habt euch danach Gedanken gemacht, habt Ideen gebrainstormt für die verschiedenen Projektideen. Genau. Haben die hier gegeneinander gegenseitig vorgestellt. Ihr erinnert euch vielleicht noch, das erste Mal Mikro halten. Heute haltet ihr das zum zweiten Mal das Mikro. Wie ihr euch alle erstmal gegenseitig vorgestellt habt, kennengelernt habt. Dann am Samstag ging es weiter. Ihr habt euch in den Gruppen gefunden, habt dann angefangen an den Projekten zu arbeiten und gecodet. Und heute sind wir schon bei der Abschlusspräsentation. Es ist wirklich immer ein Durchlauf. Genau, das nochmal zur Erinnerung. Eine Erinnerung noch, genau, wir haben auch immer uns auf Zulip abgesprochen, was als nächstes passiert. Auch nochmal die Einladung, bleibt einfach dabei. Ihr könnt darüber weiter schreiben. Ihr bekommt darüber danach natürlich die Infos, wo es die nächsten Veranstaltungen von JugendHack gibt. Und so könnt ihr auch an euren Projekten weiterarbeiten. Denn es sind tolle Ideen entstanden und ich habe schon gehört, einige von euch haben Lust, auch danach noch weiter daran zu werkeln. Ja. Genau. Danke, Lisa. Was es jetzt für die, insbesondere da draußen, noch ganz zu klären gilt, ist ja, was passiert ist in den Gruppen. Und vielleicht wisst ihr es sogar untereinander gar nicht so ganz genau, weil einige von euch haben wir schon sehr fokussiert in den Gruppen arbeiten sehen, was ja auch schön ist. Und damit wollen wir aber jetzt beginnen, dass also nacheinander alle Gruppen präsentieren, natürlich auch nicht ganz umfangreich, man kann nicht alles erklären, was alles passiert ist, aber wenigstens einen Eindruck geben können, woran sie gearbeitet haben und warum sie daran gearbeitet haben. Und da gibt es eine Gruppe, die macht den Anfang und das ist EasyAid mit Anastasius, Benjamin und Luca und Matthias und die bitte ich jetzt alle vor auf die Bühne, damit ihr uns erzählt, wieso euer Projekt wichtig ist, was ich definitiv finde, weil ich es schon kenne. Okay. Und ich gehe hier, guck mal.
Ja, mit EasyAid haben wir hoffentlich auch das Problem lösen, dass ca. nur 19% aller Menschen sich bereit fühlen und sich auch trauen, in einer Notlage auch helfen zu können als Ersthelfer. Und das Problem wollten wir mit EasyAid angehen. Genau, also ist das, was wir an diesem Wochenende gebaut haben, eine Entscheidungshilfe bzw. allgemeinen Rückgrat für Notfallsituationen, in denen erste Hilfemaßnahmen umso wichtiger sind. Genau, kannst du vielleicht eins weitergehen? Genau. Was wir uns auf jeden Fall erstmal gemacht haben, ist ein sogenanntes Kanban-Board. Bedeutet, wir haben uns erstmal die Aufgaben aufgeschrieben und dann gelistet, ja, was haben wir überhaupt für Aufgaben, welche Aufgaben machen wir gerade und welche davon sind fertig, um erstmal einen allgemeinen Überblick zu haben über das System und natürlich auch ein Mockup über die App, die wir bauen wollten und wie sie funktioniert. Genau. Ja, also hier ist die allgemeine Design-Idee. So ein Homepage mit einem großen Knopf, wo Notfall steht. Und ja, wenn man den Knopf drückt, dann kommt so eine Frage und ja, nein, man darf ja oder nein entscheiden. Es gibt auch diese Defibrillator-Finder und auch einen Algorithmusbaum. Ja, hier wird je nach Frage also ein anderes Ergebnis bekommt, um wie man die Situation behandeln soll, also wie man da handeln soll. Zum Beispiel, falls die Person ansprechbar ist, geht man hier runter und falls nicht, hier runter. Ja. Genau, als System haben wir in dem Fall Flutter benutzt, beziehungsweise Dart. Das Gute an Flutter ist einfach, man schreibt den Code einmal und kann es für Linux, für Windows, für Android oder für Apple benutzen. Das ist in dem Moment egal. Und um die Defibrillatoren in der Nähe zu finden, haben wir OpenStreetMaps benutzt. Okay, nee, das zeigst du. Ja. Genau, ich habe das Programm. Hier, also so sollte das dann aussehen, ungefähr, wenn man die App öffnet. Hier ist der dicke Notfallknopf. Da kommen jetzt die Ja-Nein-Fragen, die einen dann immer weiterleiten. Soweit sind wir leider noch nicht. Und hier kann man die Defibrillatoren dann finden. Da werden dann Adressen aufgelistet und jeweils links, wie man am besten da hinkommt. Genau. Ich glaube, ihr merkt alle, wir haben noch wahnsinnig viele Dinge, die wir noch fertig schreiben wollen. Besonders die Dinge, die wir in dem Mockup gemacht haben, das ihr ja auch eben gerade gesehen habt. Auch haben wir vielleicht überlegt, ob man für die Herz-Lungen-Wiederbelebung diese Zyklen, also irgendwie 30 Mal drücken, 2-mal beatmen, in einem Timer irgendwie darstellen kann. Weil ich glaube, besonders das könnte auch helfen. Genau, kannst du. Ja, also danke an unsere Mentees, also Anja und Annie, als auch an die gesamte Orga. Das war ein wahnsinnig tolles Wochenende. Und bin ich weg? Nee. Und danke an euch alle. Ihr wart wahnsinnig toll. Ja. Im Namen von allen, Dankeschön. Ganz lieben Dank euch. Super Projekt und genau wie ihr gesagt habt, es geht ja gar nicht in der Zeit des Wochenendes, dass man die Projekte irgendwie total fertig bekommt, aber man hat die ersten Ansätze und ich finde eigentlich, dass es immer erstaunlich ist, wie weit alle kommen und eure Idee ist auch super schön. Also ganz lieben Dank. Und vielleicht noch als kleinen Hinweis, wenn man es hier sieht, was ihr auch noch gemacht habt, ihr habt es auch noch dokumentiert, das ist auch immer noch schön. Immerhin habt ihr auf Git auch noch einen Link, wo man also auch noch reinschauen kann. Das ist auch immer uns ganz wichtig auf den Events, dass man möglichst das, was man produziert an Code, auch der breiten Öffentlichkeit verfügbar macht. Weil vielleicht will jemand daran ansetzen oder weitermachen. Genau, und das nächste Projekt, da bitte ich jetzt Laura und Toscha gleich nach vorne, hat einen wunderschönen Namen, finde ich, How Shall I Do This, weil ich selbst auch weiß, was eine Shell ist und hier, finde ich, sieht man so ein bisschen auch einen Punkt, den wir in der HackerInnen-Ethik gestern drin hatten, oder das war schon vorgestern, gell? Die Zeit geht so schnell rum, nämlich, dass man mit Computern auch Kunst und Schönheit schaffen kann und den Ansatz an eine Shell, die wirklich nicht sehr schön aussieht, wie ihr da rangegangen seid, das finde ich super. Also vielleicht zeigt das mal allen, was ihr da gemacht habt. Dankeschön.
Hallo. Wir haben das Projekt How Shall I Do This gemacht. In dem Projekt ging es darum, wie man Leuten, die gerne Shell benutzen wollen, aber keine Möglichkeit dazu haben, diese Befehle zu lernen, das spielerisch den Leuten beizubringen, wie man diese Befehle benutzt. Und dazu haben wir ein Work-Adventure programmiert. Kennt von euch alle Shell? Vielleicht kennen das nicht alle, aber ich möchte das mal kurz erklären. Also Shell ist ein Teil des Betriebssystems und damit kann man dann direkt auf den Computer zugreifen. Und Shell heißt ja Muschel oder Hülle. Und das kommt davon, weil das Betriebssystem die Hülle ist und dann die Shell... Die Shell ist die Hülle um das Betriebssystem. Genau, daher kommt das. Und jetzt wollen wir euch zeigen, wie wir das gemacht haben. Die Programmiersprache ist Java. Genau, also wie Tosha das schon richtig gesagt hat, die Umsetzung ist hier auf Java gelaufen, weil es erstmal für Anfänger eine recht gute Programmiersprache ist, um das einfach mal reinzukommen. Genau, und wir haben es so ein bisschen als Text-Adventure gemacht, also rechts wird immer ausgegeben. Also wir nehmen an, dass wir in einem Polizeipräsidium sind, da unseren ersten Tag als Mitarbeiter haben, so als kleinen Plot, damit wir das Ganze ein bisschen verkaufen können als Geschichte. Genau, und dann werden auch immer die Befehle erklärt, zum Beispiel CD, das ist um einen Ordner zu wechseln, kann man das Ganze auch eingeben. Also jetzt zum Beispiel, zuerst wollen wir in den Lagerraum. Genau, und dann bewegt sich unser kleiner Polizist in den Lagerraum, dann wird einem immer so weiter das Ganze erklärt. LS, um auszugeben, was genau da drin ist. Touch ist auch unpraktisch teilweise. Genau, dann hier, wir haben die Dateien Alpaka-Diebstahl, Mord in der Disco und unseren Fall 0815, den wir bearbeiten sollen. Genau, und dann wird auch immer weiter gesagt, was wir weitermachen sollen, zum Beispiel wieder zurück in den Hauptraum gehen. Genau, und für jemanden, der vielleicht ganz neu ist und nicht weiß, was er tun soll, gibt es auch Tipps, die man auch aufrufen kann. Genau, hier sind Beispiele, also Tipps dazu. Und dann, was auch sehr schön ist, von der Umsetzung her, ich gehe kurz in den Serverraum, weil dann kann man das schön machen. Genau. So, hier ist nämlich von der Story auch auf die Aufgabe, dass man einen neuen Ordner erstellen soll, als Beispiel. Bei uns haben wir es jetzt so umgesetzt, dass wir eine Textdatei haben, und dort werden die neuen Dateinamen für die neuen Fälle aufgelistet und auch ausgelesen durch den LS-Befehl und so weiter. Und genau, es ist natürlich noch sehr basic, deswegen also auf unser Logo wollten wir eigentlich auch noch Windows XP einbauen, weil es sieht ungefähr genauso schön aus wie damals. Aber was nicht ist, kann ja noch werden und es ist auch erst das erste Level. Also wir wollen vielleicht auch noch, dass man mit dem CD... also wo man normalerweise den übergeordneten Ordner geht, dass man noch in die Außenwelt kann und so weiter. Also wir haben da noch einiges an Ideen und werden das hoffentlich auch fortsetzen. Wir haben das Ganze auch auf Git hochgeladen. Und nochmal vielen Dank an unsere Mentori Paul und Basti, die uns da auch unterstützt haben. Und natürlich auch Dank an das Orga-Team. Vielen Dank. Vielen Dank, ihr beiden. Ein richtig tolles, kreatives Projekt, finde ich, mit einem richtig tollen, kreativen Namen auch. Genau, wir kommen gleich weiter zur nächsten Gruppe und ich darf auf die Bühne bitten, Jan, Julian, Marco, Tobias und Yannick mit ihrem Projekt GasDB. So, hallo, herzlich willkommen. Wir möchten euch heute unser Projekt vorstellen, und zwar GasDB. Das war unser Wochenprojekt jetzt über dieses Wochenende. Und was es ist, werde ich jetzt euch mal erklären.
Ganz grob gesagt, es soll eine Webseite sein, beziehungsweise es ist eine Webseite, die eine Datenbank enthält mit sehr vielen verschiedenen Tabellen, wo man öffentliche bzw. umweltliche Daten empfangen kann bzw. einsehen kann. Wie wir das Ganze über das Wochenende gemacht haben, wird euch jetzt der Jan erzählen. Wir haben Daten von einem USB-Stick, von einer Drohne, also werden die bekommen, bisher haben wir nur Dummy-Daten. Die werden dann in eine JSON-Datei eingefügt, welche durch ein Python-Skript mit einem Flask-Server an HTML weitergegeben werden und dann mit Chart.js in einen Graphen umgewandelt werden, also mehrere Graphen für verschiedene Abgase. Ja, und wir drei haben uns vor allem damit beschäftigt, die Webseite zu programmieren. Hier haben wir angefangen mit einem Dropdown-Menü, in dem man jetzt erstmal bei Home sehen kann, was unsere Idee war und auch kurz, wie wir die Daten dann sammeln. Dann bei den Daten. Hier sieht man einen kleinen Einblick in die Daten, die wir dann gesammelt haben. Und also jetzt sind keine gesammelten Daten, sondern halt irgendwelche random Daten. Aber ja, bei den Bildern waren wir ehrlich gesagt noch nicht so weit, da kommt noch was. Also jetzt gerade ist da unser Logo drin und da kommt dann noch ein Gruppenfoto von uns rein und vielleicht noch welche von der Drohne, von Orten, wo man dann die Informationen sammelt oder was auch immer. Außerdem haben wir ein Impressum gemacht. Da kann man sehen, wer die Webseite gemacht hat und auch hat einen Ansprechpartner. Außerdem haben wir Links gemacht, wo man die Drohne kaufen kann und wo man die Sensoren kaufen kann. Wenn euch jetzt dafür interessiert, haben wir einen QR-Code hier für euch bereitgestellt. Könnt ihr gerne scannen, dann kommt ihr zur Webseite und könnt euch alles gerne angucken. Kleine Nebennotiz, ihr müsst aufpassen, der Server ist zurzeit noch lokal. Das können nur Personen, die hier im Raum sind, können diesen Code zurzeit scannen. Wir arbeiten im Moment noch an der Domain, aber das dauert noch. Ja, ganz lieben Dank euch. Genau, da ist auch wieder ein Aspekt der Hackerin-Ethik dabei, nämlich offene Daten nützen. Das ist immer gut, dass ihr mit offenen Daten... Oh, ich falle auseinander. Danke. Mit offenen Daten offen umgeht. Entschuldigung. Jetzt bin ich etwas derangiert, aber ich hoffe, der Ton ist noch da, soweit ich das höre. Lass sie mal hier verschwinden. Genau, als nächste Gruppe kommt eine Gruppe, die sich mit Stimmen beschäftigt. Und was das genau meint, das können euch am besten Aragorn, Frederik, Jonas, Marie und Mathilda in alphabetischer Reihenfolge erzählen. Bitteschön. Hallo, heute stellen wir euch den N-Aggressator vor. Ihr kennt doch bestimmt dieses Gefühl von Wut, Hass, Frustration oder Hilflosigkeit. Unser ausgehendes Problem war das schwache Selbstbewusstsein Kinder und Jugendlicher oder Erwachsener, auch die Aggression der Jugendlichen bzw. Erwachsenen, die halt stetig steigt aufgrund von Angst, Frustration, eben die Punkte, die ich gerade genannt habe. Hier sehen wir eine normale Ausbruchsphase und die wird durch den Endaggressator verhindert. Also das wäre dann sozusagen die Kurve mit dem Endaggressator. Genau. Das Ziel bzw. die Funktion von dem Endaggressator ist,
so gesehen die Aggression loswerden durch Schreien, lautes Rufen oder durch generelles Lärm erzeugen. Und man sollte mithilfe des Endaggressators auch das Selbstbewusstsein stärken und ja. Hier sieht man die Hardware, die wir benutzt haben. Also unsere Hardware bestand aus ganz vielen Kabeln, drei LEDs, einem Mikrofon und einer Arduino Mega. Und das Zusammenbauen dieser Hardware hat ziemlich Spaß gemacht, aber war recht friemelig. Jetzt erzähle ich noch etwas über die Software. Wir haben in C++ das Programm geschrieben und das über die IDE von Arduino. Und hier seht ihr noch einen Teil des Codes. Also bei dem Design haben wir uns überlegt, dass wir das in so ein Alpaka machen. Das seht ihr hier auch. Also wir haben hier dieses Gesicht haben wir im 3D-Drucker gedruckt und hier diesen Kasten im Lasercutter und ja. Als wir es gebaut haben, kamen wir über viele Probleme. Es gab technische Probleme, zum Beispiel hat das Mikrofon nicht immer gewollt oder wir hatten in der Software irgendwelche Befehle übersehen. Ja, wir wollen uns jetzt noch bei allen Mentoren, die uns geholfen haben, das hier zurechtzubauen, bedanken und wir hoffen, euch hat die Präsentation gefallen und falls es noch Fragen gibt, ruft zu uns her. Ja, können wir versuchen. Wir geben mal das rum und ihr könnt ja mal versuchen reinzurufen. Vorsicht. Ja. Nein. Ins Mikro schreien wäre, glaube ich, nicht so gut. Ich glaube, manche würden danach erstmal für eine halbe Minute nichts mehr hören und das wäre blöd für die nächste Gruppe. Ich berichte mal für den Stream. Also Tobias ruft jetzt ganz oder schreit jetzt ganz laut rein ins Mikro und wir gucken mal, ob der Endaggressator die LED-Farbe wechselt. Ah. War nicht laut genug. Das war nicht laut genug, genau. Das ist immer der Vorführeffekt. Es hat noch nicht ganz geklappt. Wir versuchen es nochmal. Mann, ey! Ja, diesmal. Super! Vielen, vielen Dank. Das war eine... Super, Julian und Tobias haben auf alle Fälle ganz große Aggressionen abgebaut. Vielleicht bleibe ich gleich hier unten stehen, bevor ich wieder hochlaufe und wieder runterlaufe und mir wieder was passiert technisch. Also die nächste Gruppe beschäftigt sich auch nochmal mit Stimme und dafür bitte ich jetzt gleich noch Elia und Tristan nach vorne, dass sie euch erzählen, was sie für eine App gebaut haben und vielleicht auch noch wieso. Sie sind auf dem Weg. Ich kann sie sehen, der Livestream nicht, aber die müssen einfach kurz warten. Da, wo der HDMI-Stecker ist. Das ist ja auch kein HDMI. Da ist ein HDMI-Stecker. Schreibt zu allen, aber... Mein Gott. Endlich.
Nächstes. Warum hast du wieder auf Exit gedrückt? Oh mein Gott. Nicht auf Exit. Oh Gott, du bist blöd. Hm? Was soll ich sagen? Unser Projekt ist ein Voice Changer. Wir wollten den kreieren, um so zum Beispiel Telefonate, die die Stimme kopieren, zu verhindern. So sieht nochmal der Code aus. Wir haben die App Envintor benutzt als Programm. Und hier. Wir hatten aber leider zu wenig Zeit, um das fertigzustellen. Und deswegen haben wir bisher nur eine App, die Stimmen aufnehmen kann und sie wiedergeben kann. Okay, vielen Dank ihr beiden. Ja, zu wenig Zeit, so ein Wochenende geht schnell rum, gerade wenn man sich erstmal überlegen will, was will man machen, wie macht man es am besten. Aber ihr habt es trotzdem geschafft, am Ende eine ganze App zu bauen, die sogar auf deinem Handy läuft. Also klasse. Genau. So, vor ungefähr genau einem Jahr wurde ChatGPT veröffentlicht und spätestens seitdem weiß auch eine breite Öffentlichkeit was spricht von KI. Genau, und Bilderkennung zum Beispiel gibt es aber schon viel länger und auch KI ist kein Zauberwerk und genau das zeigt euch die nächste Gruppe mit Elias, Sarah und Simon. Und ihrem Projekt Animal Detection, AD. Bei mir war gerade so ein Bar oben. Muss man gerade neu starten. Ja, genau, also unser Projekt heißt AD, Animal Detection. Und davor ist eine Schwalbe. Das ist unser Teamtier, sagen wir so. Die Schwalbe hat eine ganz witzige Geschichte, da könnt ihr uns gerne nachher drauf ansprechen. Genau, aber jetzt ist natürlich die Frage, erstmal, wer sind wir überhaupt? Genau. Also, wir sind einmal Elias, Simon und Sarah und ein bisschen auch Marco, der hat uns zwischendurch geholfen. Unsere Mentees waren Leandro, Anton, Steffen, Xell, Paul und Torben. Vielen Dank an euch auf jeden Fall. Ohne euch hätten wir das nie hingekriegt. Genau. Jetzt unsere Idee. Unsere Idee war eine künstliche Intelligenz zur Erkennung von Tieren. Genau. Was hatten wir am Anfang? Drei Ideen. Ich einmal mit dem Wunsch, etwas mit KI zu machen. Da drüben Elias, der gerne was mit seiner Kamera machen wollte. Und Simon, der jetzt seine eigene Geschichte noch hat. Also ich habe zwei Hunde zu Hause. Und als Hundebesitzer, wenn man mit den Hunden zum Beispiel Gassi geht, fragt man sich immer, wenn man andere Hunde sieht, was für eine Rasse das ist. Und deswegen war meine Idee, eine KI zu trainieren auf Hunderassen, die dann erkennt, was für eine Hunderasse das ist. Ja, was wir gemacht haben, wir haben eine Vorlage genommen und haben diese erweitert, dass wir jetzt keine Hunderassen erkennen können, sondern verschiedene Objekte. Wir können verschiedene Tiere klassifizieren, das heißt, wir können über die KI erkennen, dass zum Beispiel da eine Kuh steht oder eine Katze. Was wir jetzt noch nicht geschafft haben, ist es weiter zu spezifizieren. Das heißt, dass wir jetzt erkennen, dass das ein Jack-Russell-Hund ist.
beziehungsweise eine Perserkatze. Sagen wir es so, es ist recht kompliziert, weil Hunde sehen sich in manchen Dingen recht ähnlich. Da haben wir halt das Problem, dass wir viel zu wenig Bildmaterial haben, trotz der großen Auswahl. Deswegen konnten wir jetzt leider die KI noch nicht so weit trainieren, dass sie alles erkennt. Ja. Genau, also hier kann man jetzt sehen, das ist jetzt ein Bild von einem Vogel, weil wir jetzt keinen echten Vogel hier drin haben, aber man kann schon erkennen, hier oben zeigt er an, es ist ein Vogel. Zwar noch nicht was für ein Vogel, aber wir haben schon mal einen Vogel. Genau. Jetzt haben wir zum Beispiel ein neues Bild, kein Vogel, sondern eine Katze. Steht hier auch, steht sogar noch die Wahrscheinlichkeit, also zu 99% ist das eine Katze. Genau. Noch ein Beispiel, eine Kuh. Ja. Wir können allerdings nicht nur Tiere, ah, das ist eine schlechte Farbe, aber wir können zum Beispiel auch Gegenstände bzw. Autos, also hier oben steht jetzt K für alle, die es nicht lesen können, also können nicht nur Tiere, wir können mittlerweile auch Autos. Genau. Genau, das haben wir jetzt die letzten Tage geschafft. Ja, finde ich schon ziemlich viel, was ihr geschafft habt. Gut, dass du das einzeln mal erwähnt hast. Genau, when I was your age, da wäre ich nicht auf die Idee gekommen, sowas zu machen und auch nicht in der Lage gewesen dazu. Die nächste Gruppe nach Elias, Sarah und Simon ist Essip. Das waren 5, Alexis, Berthold, Erik, Johann und Maximilian. Und bei ihrem Thema geht es nicht ganz so um den Hype KI, worüber alle irgendwie seit grob einem Jahr sprechen, aber auch um was sehr Nützliches, nämlich irgendwas mit Heimautomatisierung. Und was es da genau mit auf sich hat, das erzählen sie euch am besten selbst. Kommt doch bitte nach vorne. Unser Projekt war ASSIP, ein besonderes Smart Home. Unsere Idee war, ein intelligentes Smart Home zu machen. Es empfiehlt, je nach Wetter verschiedene Sachen anzuziehen oder mitzunehmen, schaltet automatisch das Licht aus oder ein und fährt automatisch die Rollläden hoch und runter und lernt deine täglichen Routinen. Ja. Also kommen wir zu dem Reminder, da steht also Regenschirm or not. Also über eine öffentliche Wetter-API kann ASSIP Wetterdaten abrufen
Je nach Wetter empfiehlt es dann halt, welche Sachen mitzunehmen, also ob es jetzt ein Regenschirm ist, die Sonnenbrille. Und das Wetter kann durch Python halt abgerufen werden. Und es gibt dann auch richtige Bilder davon, wie das Wetter aussieht und was halt für Temperaturen da sind und so, ja. Noch ein Teil von unserem ESSE-Projekt ist hier ein automatischer Lichtsensor. Der wird an einer Wand montiert und dann kann er durch einen Ultraschallsensor merken, ob jemand in den Raum beigetreten ist. Und dann kann er hinten mit dem Motor, im Raum das Licht angeschaltet. Wir planen in der Zukunft, dass er mit Bluetooth dann noch. Dann planen wir halt in Zukunft, ist er dann halt noch ins Internet oder so zu verbinden, und halt noch auf KI und so greifen kann. Ich weiß, ich drücke nicht. Ja, okay. Also ich zeige jetzt euch kurz, wie das funktioniert. Der Ultraschallsensor funktioniert noch nicht, aber wir können es noch manuell steuern. Okay. Wenn man den Motor hier halt am Lichtschalter montiert, kann der dann das Licht automatisch, wenn möglich automatisch in Zukunft an- und ausschalten. Max, kann ich das wahrscheinlich gleich mal zeigen? Warum geht das gerade nicht an? Funktioniert noch nicht. Für Effekt. Also man drückt jetzt drauf und dann dreht er sich. Vielleicht kann man das sehen hier, dass der Motor sich dann dreht und das Licht demnach an- und ausschalten kann. Und momentan muss das noch über einen Knopf geregelt werden und in Zukunft soll das dann auch über den Ultraschallsensor funktionieren. Also so sieht unsere Website aus. Hier sieht man das Wetter. Hier bei Rollläden und Lichteinstellungen könnte man dann über das Handy oder über einen Laptop quasi die Lichtschalter und die Rollläden kontrollieren. Hier sind Reminder und hier ist eine spezielle Fraktion dafür. Da werden dann Sachen angezeigt. Hallo? Okay. Da werden dann Sachen angezeigt, die man nach Wetterlage und so mitnehmen sollte. Zum Beispiel, wenn es regnet, dann steht da Regenjacke und Regenschirm mitnehmen. Wie man hier sieht. Also Pläne. In Zukunft soll das Programm dann, wie man vielleicht sehen konnte, auch die Rollläden steuern können, dass dann je nachdem, ob halt viel Sonne da ist oder so, vielleicht die Rollläden runtergemacht werden oder sonst. Wir wollen noch eine KI einbauen, die dann vielleicht automatisch an deinen Gewohnheiten noch andere Sachen einstellt, die vielleicht dann praktisch sind. Und wir wollen vielleicht auch noch eine mobile App dafür entwickeln, dass du das noch leichter ansteuern kannst und so. Und ja. Welche Technologien wir benutzt haben, also erstmal für die IPI haben wir openweathermap.org benutzt, dann hatten wir noch Python, HTML, CSS, ein Raspberry Pico benutzt. Python haben wir für die Wetterdaten und das Raspberry Pi Pico für den Lichtschaltermotor. HTML und CSS haben wir für die Website benutzt und den Raspberry Pico, wie gesagt, für den Lichtschalter, genau. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, dass es Ihnen gefallen hat und vielleicht können Sie es in Zukunft ja selber mal ausprobieren. Und einen großen Dank an die Mentoren und alle Leiter, die das hier organisiert haben. Ganz lieben Dank an das Team von ESSIP und ihrer Heimautomatisierungsideen. Dankeschön. Die nächste Gruppe hat wieder einen spielerischen Ansatz
Und zwar sind das Anjuli, Iris, Katja und Mary. Wenn ihr nach vorne kommt und uns erzählt, was ihr am Wochenende gecodet habt, würden wir uns super freuen. Für den Livestream, sie sind auf dem Weg. Einfach hier. Okay. Hier unten liegt's. Da. Hallo. Du kannst ruhig ein bisschen näher kommen, oder? Ja, ich glaube, so ist okay. Wir stellen euch heute das Spiel Labyrinth vor. Bei unserem Spiel gibt es zwei Level. Und wir haben uns in der Gruppe aufgeteilt und jede Gruppe hat ein Level gemacht, aber wir haben uns auch jeweils geholfen. In unserem Spiel geht es darum, dass man das Labyrinth also zum Ende des Labyrinths kommen muss, ohne die Wände dabei zu berühren. Ja. Bei Level 2 geht es darum, den Hindernissen auszuweichen. Beim ersten Level gibt es vier Ausgänge und nur einer davon ist der richtige und man muss den richtigen Ausgang finden. Bei Level 2 gibt es nur einen Ausgang und man muss den Hindernissen ausweichen und manche bewegen sich. Für dieses Spiel brauchten wir Laptops und das Programm Scratch. Es war ziemlich schwer, das Spiel zu machen, hat aber sehr viel Spaß gemacht. Am schwersten war es, das Labyrinth zu malen, weil man einen bestimmten Abstand zwischen den Wänden halten musste, damit das Dödelchen, also die Figur, durchpassen kann. Am meisten Spaß hat es gemacht, die Hindernisse einzufügen und das Spiel zu testen. Das Ziel war es, ein Spiel zu erstellen, wo Leute Spaß daran haben, wenn sie das spielen. Jetzt fasse ich alle unsere Eindrücke vom Wochenende zusammen. Es wäre sehr cool, das Spiel zu machen. Hat auch sehr Spaß gemacht. Und wir fanden es auch voll toll, dass wir mit dem Computer arbeiten konnten. Und es war auch voll lustig im Hotel. Wir danken unseren Mentees und bitten um einen großen Applaus. Genau, vielen, vielen Dank. Genau, Kameraüberwachung, das ist ein sehr heiß diskutiertes Thema bei uns in der Tech-Szene. Genau, sie wird ganz oft eingesetzt, wenn es auch eigentlich datensparsame Lösungen gibt. Und anscheinend hier in der Region, in Mannheim, gibt es relativ viel öffentliche Kameraüberwachung. Genau, es gibt aber auch Momente oder Situationen, da kann diese Technologie vielleicht aber auch hilfreich sein. Und die nächste Gruppe hat sich damit auseinandergesetzt. Und ihr Projekt Notfallkamera stellen jetzt vor Alexander, Antonia, Finja und Marlin. Einen großen Applaus für euch.
Genau. Willkommen zu unserem Konzept. Wir haben so ein Konzept aufgestellt, da wir uns gestern ganz ausführlich mit Python beschäftigt haben. Wir wollten uns da ein bisschen reinfuchsen und einfach gucken, wie das geht. Deswegen stellen wir euch trotzdem jetzt unser Konzept, die Notfallkamera, vor. Also, wie sie schon gesagt hat, in unserem Konzept geht es um eine Notfallkamera. Also eine Kamera, die quasi angeht, wenn die Originalkamera verdeckt ist oder einen Stromausfall gibt oder sowas. Und dadurch wird die Sicherheit von Objekten und Menschen garantiert, zum Beispiel in Museen oder Schulen. Und wir steuern das Ganze mit Raspberry Pi und Python. Ja, genau. Wir haben natürlich einen Code für Python entwickelt und da haben wir einen while true. Das ist wie ein Loop, nur dass es unendlich läuft. Und dann macht er halt durchgehend Bilder und guckt dann, ob es dunkel ist. Und wenn es dunkel ist, kann es zwei Gründe haben. Entweder es wurde besprüht oder verdeckt. Oder es ist einfach normal, wegen, wenn es Abend wird, halt dunkel geworden. Und dann guckt er, wenn es besprüht ist, dann geht hier die Kamera an. Und wenn es halt normal ist, dann passiert halt nichts. Genau. Also wir wissen natürlich, dass Datenschutz ein großes Problem ist, da halt die persönlichen Daten nicht wirklich gerne gesehen werden. Genau, es gibt ein großes Problem, und zwar die Unterscheidung zwischen der Dunkelheit und dem wirklichen Verdecken. Wir wollen ja genau dem entgegenwirken, falls die Kamera verdeckt, besprüht wird, dass dann eben unsere Backup-Kamera in Gang gesetzt wird. Wir haben uns überlegt, wie wir das lösen, und kamen dann auf die mathematische Lösung. Ihr könnt hier an unserem Graphen sehen, einmal die blaue Linie, das ist, wenn eben normale Dunkelheit eintritt. Das heißt, bei langsamer Verdunkelung der Umgebung sinken eben diese Dunkelheitswerte langsam. Wenn jetzt aber zum Beispiel eine Kamera von außen besprüht werden würde, dann würden diese Werte eben rasant sinken, und dadurch würde dann unsere Backup-Kamera aktiviert werden. Genau, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Solltet ihr noch Fragen haben, könnt ihr jetzt oder nachher gerne auf uns zukommen. Herzlichen Dank an euch. Dankeschön. Mein Mikro ist, jetzt ist es an, oder? Sehr gut. Wer mitgezählt hat, bei welcher Nummer der Gruppe waren wir gerade? Wer hat aufgepasst? 9, genau. Wir haben die Nummer 9 schon geschafft, sozusagen. Also die Zeit geht super schnell rum, wie am Wochenende auch. Plötzlich sind wir schon bei der Nummer 10 angekommen, und es gab insgesamt 10 Gruppen. Das heißt, jetzt kommt offiziell die letzte Information, was ihr so am Wochenende gemacht habt. Und dann werden wir euch noch was Kleines erzählen, wie es vielleicht noch weitergehen kann für euch. Und schwupps, ist das Event zu Ende und ihr fahrt nach Hause und dürft morgen wieder in die Schule gehen wahrscheinlich. Just saying, bin selbst auch Lehrer, habe ich glaube ich noch niemandem erzählt hier von euch. Okay, die letzte Gruppe, last but not least, hat die Ehre, eben diese Vortragsreihe zu beenden. Das ist Green Energy oder Greenergy, ich weiß nicht, wie ihr das am liebsten ausgesprochen haben wollt. Es sind Felix, Marius und Philemon. Ich bitte euch nach vorne und erzählt uns mal, was ihr gemacht habt. Und dann sind wir schlauer. Also der Name ist Greenergy, nicht Green Energy. Und Greenergy ist ein Programm, das wir entweder als App, als Software oder später dann vielleicht auch im Home Assistant integriert hat, bei dem das anzeigt, wie hoch der Anteil von grünem Strom im Netz bei euch zu Hause sozusagen ist. Und dann automatisch, wenn ihr zum Beispiel eine Wallbox zu Hause habt, ihr jetzt nicht, aber eure Eltern vielleicht, bei dem das Elektroauto angesteckt ist und die Software erkennt, okay, jetzt ist der Anteil an grünem Strom besonders hoch, dann schalten wir automatisch über Home Assistant Wallbox an, und dann wird euer E-Auto sozusagen mit grünem Strom geladen. Man kann es probieren, das über günstigen Strom zu laden, dann sozusagen, je nachdem, was der User halt machen will. Genau, und natürlich, wenn wir dieses Produkt machen wollen, ist das Wichtigste natürlich, sind das Wichtigste die Daten. Und zwar einmal die Daten für den Anteil am grünen Strom, am Gesamtstrom,
Und dafür haben wir hier von der Bundesnetzagentur eine Seite gefunden, wo man einmal die realisierte Erzeugung und einmal eine Prognose sehen kann innerhalb eines ausgewählten Zeitraumes. Und daraus bekommt man dann die Daten für pro Stunde bzw. pro Viertelstunde, wie halt der Strom ist. Und bei einer anderen Seite haben wir dann noch die Strompreise gefunden, die man sogar nach Postleitzahl abrufen kann. Und das ist dann halt für, wenn man laden will, wenn zum Beispiel der Preis niedrig ist. Hier ist dann ein Beispiel, wie wir zum Beispiel die Daten dann weiterverarbeitet haben. Das heißt, das sind zum Beispiel die vergangenen Daten, wie man hier sehen kann. Das ist zum Beispiel jetzt von gestern. Da sieht man einfach, wie viel Megawattstunden pro Energieträger produziert werden in dieser Viertelstunde hier. Und wie viel Prozent davon, also hier zum Beispiel 78 Grünstrom sind. Und basierend auf diesen Daten, wir haben auch eine Prognose, dann kann man dann hier mit dieser API ausrechnen, wenn man jetzt zum Beispiel hier 5 Stunden lang was laden kann, aber es nur 3 Stunden zum Laden braucht, dann gibt es einem hier die besten, bestmöglichen Stunden aus, um das Gerät halt zu laden. Dafür, dass halt der Strom am grünsten ist in diesem Zeitraum. Und das Gleiche haben wir auch mit dem Preis. Da kann man dann auch postleitzahlbasiert das machen, hier für Weinheim. Und da haben wir dann halt die Stunden. Die sind jetzt leider in einem nicht leserlichen Format so. Aber das wären dann halt, das kann man dann einfach umrechnen. So sieht dann das Endergebnis aus, oder zumindest erstmal das Zwischenergebnis. Hier links gibt es ein Tortendiagramm von den verschiedenen Stromen. Und man kann hier auch an dem Regler zurückgehen in der Zeit und sich eben die Veränderung anschauen. Außerdem gibt es hier eben ein Diagramm mit dem Anteil der grünen Energie, wo man zum Beispiel hier sieht, es ist über den Tag immer höher geworden, weil eben vor allem eben die Solarenergie gestiegen ist. Und hier am Ende ist sogar noch eine Prognose eben dran, wie das sich über den Rest des Tages noch auswirkt. Und hier es gibt auch noch der aktuelle Strompreis und auch für den Rest des Tages noch. Man sieht, dass es hier eben steigt. Das wäre also zum Beispiel schlau, hier davor seine Geräte zu laden. Genau, und dann noch als Funktion, die wir dann sozusagen noch umsetzen können, ist halt die Verbindung mit Smart-Home-Geräten, dass man dann einfach in der UI anklicken kann, das, was ich eben vorher eingegeben habe, wie lange kann ich laden, wie lange braucht das Gerät zum Laden. Und dann sieht man auch eventuell, wie viel Prozent an CO2 man dann gespart hat im Vergleich zu, wenn man es einfach einstecken würde sofort. Genau. Ja, vielen Dank für dieses letzte tolle Projekt. Genau, das war unsere letzte Projektgruppe. Es ist aber noch nicht ganz vorbei. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie geht's denn weiter vielleicht mit Jugend hackt? Ich habe eben schon erzählt, es gibt noch andere Events, aber es gibt auch die Jugend hackt Labs. Ganz hier, naja, nicht ganz in der Nähe, aber in der Nähe gibt es zum Beispiel das Lab Mannheim und das Lab Heilbronn. Die machen genau Workshops alle 2 Wochen. Guckt mal vorbei, wenn ihr Lust habt. Genau, ansonsten, wie gesagt, wir hören uns weiterhin auf Sulip. Guckt ab und zu mal rein. Auch da kriegt ihr immer alle neuen Infos oder ihr könnt chatten mit genau den anderen TeilnehmerInnen aus euren Gruppen, die ihr hier kennengelernt habt. Könnt noch weiter an Projekten arbeiten. Könnt auch Bescheid sagen dort, wenn vielleicht ihr ein Projekt fertiggestellt habt. Haltet uns auf dem Laufenden. Genau. Und jetzt ist es nochmal an der Zeit, Danke zu sagen, weil so ein Wochenende wäre nichts und Jugend hackt wäre wirklich nichts ohne unsere tollen MentorInnen, ohne die tollen Orga-Teams hier vor Ort, ohne viele, viele HelferInnen. Genau, einmal einen großen Applaus für Alex, Anja, Anton, Basti, Berghai, Karl, Dennis, Annie, Gepa, Julia, Jaden, Johannes, Leandro, Lisa, Michi, Moja, Niki, Paul, Sophie, Steffen, Silvia, The One with the Braid, Torben und Xel. Vielen, vielen, vielen Dank. Applaus
Genau, vielen, vielen Dank. Und genau, Jugend hackt ist immer kostenlos für alle TeilnehmerInnen. Ja, genau, es sollen alle Jugendlichen sollen die Möglichkeit haben, sowohl hier an den Hackathons teilzunehmen, als aber auch an den Lab-Programmen teilzunehmen. Genau, trotzdem kosten solche Veranstaltungen natürlich Geld. Wir waren im Hotel, wir haben gegessen. Viele, viele Kosten, die da auf uns zukommen. Wenn ihr könnt, wenn eure Eltern könnt, wir freuen uns immer über Spenden, damit wir dieses Programm weiter am Leben halten können. Genau. Ja. Damit übergebe ich nochmal an Steffen. Ja, also viel mehr bleibt mir nicht mehr zu sagen. Vielleicht nochmal zur Community. Denkt auch dran, was Paul in seiner Keynote euch erzählt hat. Ich glaube, Paul, dein Projekt ist gestartet über diese Community, dass du einfach da reingeschrieben hast, so hey, hat jemand Ahnung von dem und dem Thema? Sowas könnt ihr wirklich auch in einem Jahr machen oder in einem halben Jahr oder wie auch immer, wie es halt fällt. Genau, und ansonsten ist nicht mehr viel zu sagen, außer auf Wiedersehen, weil das Event endet jetzt. Wie gesagt, Schule am Montag. Kommt gut nach Hause. Aber jetzt kommt erstmal gut nach Hause. Und erholt euch am Sonntag. Noch ist Sonntag. Noch ist Sonntag. Der Strompreis ist niedrig. Das Wetter ist jetzt sonnig. Zum ersten Mal, glaube ich, vom ganzen Event. Nutzt die Zeit, bevor es Montag ist. Gehe ich ja auf. Macht's gut und ganz lieben Dank, dass ihr da gewesen seid. Danke.